Erfolgreiche Menschen haben keinen vierten Stapel. Zitat von Hermann Scherer und damit herzlich willkommen zum Impuls der Woche. Jede Woche gibt es ein Zitat, ein Buchtitel, ein Impuls, der mich persönlich sehr stark geprägt hat und den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Erfolgreiche Menschen haben keinen vierten Stapel. Was meint er damit? Ich habe so einen Podcast von Hermann Scherer gehört. Lieber Hermann, an dieser Ecke herzliche Grüße. War ein total cooler Impuls, wie immer von dir. Beispiel. Ich bin in meinem Beratungsprojekt drin. Ich habe in 4 Wochen meine Masterclass auf Key Account Management als offenes Seminar. Und ich frage jetzt im Kundenprojekt den Kunden: Lieber Kunde, ich glaube, so als Ergänzung wäre meine Masterclass of Key Account Management durchaus etwas sehr Sinnvolles, was Sie und Ihr Team und so weiter und so fort nach vorne bringen könnte. Und ich lade Sie ein, in 4 Wochen an meiner Masterclass teilzunehmen. Welche Antwortoptionen gibt es? Antwortoption Nummer 1 ist was? Ein klares Ja. Lieber Sieg, herzlichen Dank für die Einladung. In 4 Wochen, ich bin dabei. Option Nummer 2 ist was? Lieber Sieg, herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube nicht, dass uns das wirklich nach vorne bringt. Ich habe keine Zeit, was immer es ist. Nein, ich bin nicht dabei. Option Nummer 3 ist was? Wow! Lieber Sieg, herzlichen Dank für die Einladung. Das hört sich definitiv spannend an. Ich will dabei sein. Ich habe in 4 Wochen allerdings terminlich ein Problem. Da kann ich nicht. Wann findet dann der nächste Termin statt? Ja, der findet im Juni statt. Jawohl, im Juni passt. Block ich sofort. Ich bin im Juni dabei. Also ja, aber nicht jetzt, sondern zu einem festgelegten Zeitpunkt. Aber ich habe jetzt die Entscheidung auch getroffen, wann es stattfindet. Also ja, nein, ja, an. Jetzt gibt es den vierten Stapel, bei dem Hermann Scherer sagt, erfolgreiche Menschen haben den nicht. Und da stimme ich ihm zu. Das ist dieser Stapel. Was? Danke, lieber Sieg, für die Einladung und den Impuls. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Ich melde mich bei Ihnen. Was machen wir jetzt? Wir schleppen etwas mit uns herum. Nehmen das noch mal mit. Das ist wie so ein berühmter Lesestapel, so ein Buchstapel, so ein Zeitschriftenstapel, der sich irgendwie dann türmt. Den wollen wir noch mal lesen. Machen wir dann eh nicht. Ja? Der Punkt ist aber, da gräbt natürlich etwas in uns herum. Da ist noch etwas, das belastet uns. Es ist einfach immer noch präsent. Stellen Sie sich jetzt mal vor, im schlimmsten Fall, also mein Kunde hätte gesagt, lieber Sieg, hört sich spannend an, muss ich nochmal drüber nachdenken. Was mache ich natürlich brav als Verkäufer? Ich setze mir das auf Wiedervorlage und rufe den Kunden auch noch 2 Wochen später an und sage, Mensch, lieber Kunde, wie sieht es denn aus? Sie hatten sich interessiert für meine Masterclass. Wann darf ich denn mit Ihnen rechnen? Und wieder ist sie am, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mich, anstatt einfach den Mumm zu haben, zu sagen, ja, nein, ja, wenn Sie sich einmal selbst reflektieren und fragen, haben Sie auch so einen vierten Stapel, so ein, müsste ich mal drüber nachdenken, nicht jetzt, bloß jetzt keine Entscheidung treffen, später eine Entscheidung treffen, wie viel Energie frisst Ihnen das, wie viel Zeit und Produktivität frisst es bei Ihnen? Hauen Sie diesen vierten Stapel weg, werden Sie zu einem klaren Ja, Nein, Ja, Entscheider. Das war der Impuls der Woche. Bleiben Sie erfolgreich. Bis bald. Ihr Hartmut Sieg.